Ja, mindestens 50% meiner Gäste jetzt schon kennen. Manni, wir haben uns übrigens geeinigt, wir hier vorne, Entschuldigung, wir duzen uns und ich muss den Papa noch die Vornamen lernen. Das ist doch Peter, das ist Manni. Ja, das war genau falsch. Ich wollte aber jetzt rechts ausnahmsweise mal anfangen. Klaus-Peter, du bist hier ansässig, vielleicht sagst du einfach nochmal zwei, drei Worte zu dir. Ja, also guten Abend allerseits, ich bin Klaus-Peter Südow. Ich betreibe eigentlich hier in der Straße seit vielen, vielen Jahren ein Reisebüro und bin hier also praktisch Gewerbetreibender, der hier vor Ort tagtäglich ist. Nebenbei auch ein Bezug zu diesem Stadtteil, weil zumindest erinnere ich mich daran, dass ihr hier in dieser Straße mal euer Festival-Koordinationsbüro hattet, oder? Genau, wir hatten, ich bin Tatjana Lübbel, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Leiterin des Festivals 150% Made in Hamburg. Das ist ein freies Theaterfestival, das eben nicht an einer festen Spielstätte stattfindet, sondern an verschiedenen Spielstätten und auch im öffentlichen Raum und beziehungsweise also nicht auf der Straße, weil wir kein Straßentheater machen. Dafür ist es auch zu kalt. Das Festival findet im April statt oder fand jetzt im April statt, meistens ist es im April. Sondern in Räumen, die eigentlich keine Theater sind. Also, ich dachte, du bist die Einzige, die keinen direkten Bezug zur Altstadt hat. Ich kenne dich von Rottensen her, aber du hast schon gleich gesagt, doch, du hast auch einen Bezug zur Altstadt, also. Ja, guten Abend erstmal, Hille von Seggern. Ich komme jetzt aus Ottensen. Ich dachte, das ist mal mein Altona Altstadtbezug, weil ich den jetzt witzigerweise gleich wieder so erinnere. Das ist, glaube ich, über 30 Jahre her. Da haben wir 6 Jahre lang einen Modellversuch Kinder in der inneren Stadt. Klar. Dankeschön. Ja, mein Name ist Kusius. Ich bin der Geschäftsführer der Altonale seit 2,5 Jahren ungefähr. Und vielen Dank, dass wir das hier machen können, denn ich hatte es nicht so weit. Ich habe es eben gearbeitet. Unser Büro ist nämlich hier oben in der Kultur.